Hallo, ich zeige euch heute mal ein paar Neuzugänge von BGGS, die ich dann in den Shop einstellen werde. Und ich möchte euch hier einfach mal die Erhaltungen auf Video vorführen. Als erstes ist ein Dreimarkstück von Sachsen von 1908. Eine schöne leichte Patina. Ist die Rückseite. Das gute Stück ist gegradet mit MS65. Das ist für einen 3 Mark Sachsen eine sehr gute Bewertung, weil die ganz oft nur im Umlauf waren. Als nächstes kommt das 3 Mark Sachsen Meiningen auf den Tod. Auch ein tolles Stück. Von 1914. Entschuldigung, von 1915. Rückseite. Das gute Stück ist gegradet mit MS64. Das ist auch eine gute Erhaltung. Hätte vielleicht auch ein Grade höher sein können, aber es ist wie es ist. Schönes Stück. Es kommt das nächste. So, wir kommen nach Altenburg. Das einzige 2-Mark-Stück aus Altenburg, Ernst Herzog von Sachsen-Altenburg. Das Stück hat eine schöne Patina und einen feinen frostigen Glanz. Jetzt mal gezoomt. Es hat minimale Kontakte, aber es ist wirklich toll. Ich zeige euch die Rückseite von 1901. Das Stück ist gegradet mit MS 63 Plus, also es wäre fast eine 64. Ist wirklich ein sehr hübsches Stück. Das war der Altenburg. Jetzt kommen wir zu etwas seltenen Sachsen-Coburg-Gotha. Das ist der Alfred. Auch eine feine Patina. Ich zoome es mal etwas ran. Also, das ist jetzt sehr viel vergrößert. Das Stück ist sehr gut erhalten. Zeige ich euch die Rückseite. Von 1895. Und das gute Stück ist fast MS65 geworden. 64 plus. Gibt es nicht viele. Es gibt zwei in 66. Werde ich euch vielleicht auch eine mal davon im Video zeigen später. Liegt auch da, ist aber aktuell nicht zu verkaufen. Dann kommen wir hier zum 3-Mark-Stück Anhalt auf die Silberhochzeit. Ich versuche mal die Patina hier reinzubringen. Also man sieht, es ist eine wunderschöne Regenbogenpatina. Die kommt leider aus den Bildern hier schlecht rüber. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Einen schönen spiegelnden Untergrund. Mal gucken. Das Rand zu. So, Rückseite. Von 1914. Auch hier feine Patina drauf.
Bei dem Stück bin ich etwas enttäuscht gewesen, was den Grade anging. Ich habe das besser erwartet. Es ist aber, ändert nichts dran. Für mich ist es trotzdem ein tolles Stück. Es ist gegradet worden mit MS-63. Ja. Das war jetzt der 3-Mark-Anhalt auf der Hochzeit. So, jetzt kommen wir nach Sachsen zum Georg. Kursmünze. Das hat eine herrlich grüne Patina. Ich versuche die mal einzufangen. Ist nicht ganz so gut darzustellen. Ist auf jeden Fall auch ein attraktives Stück. Jetzt könnte man die Farbe etwas vielleicht erkennen. Die Rückseite, das ist von 1903. Das gute Stück ist gegradet mit MS-63. Das ist ein attraktives Stück. Kommt zum nächsten. Jetzt zeige ich euch den Mecklenburg-Strelitz, der Jäger 91. Für mich ein absolutes Traumstück hier. Ein feiner Glanz. Ganz zarte, leichte Patina. Rückseite, Stück von 1905. Und das Stück ist auch sehr gut bewertet. MS-65. Sehr attraktiv. Jetzt machen wir mal kurz einen Ausflug zu NGC. 3 Mark Preußen. An sich eigentlich immer eine Münze, die sehr häufig vorkommt. Und ja, meistens sehr schön ist. Die Münze hier ist natürlich kein sehr schön, die ist super erhalten. Ich zeige euch die Rückseite. Stück von 1912. Also man sieht ja schon den Stempelglanz auf dem Foto, beziehungsweise auf den Bildern hier. Und der Grade gibt es auch wieder, dass die Stempelglanz ist. Die ist MS-65. Super Erhaltung. So, jetzt kommen wir zur letzten. So, wir machen einen Ausflug nach Bayern auf die Vermählung. Das gute Stück ist von 1842. Das ist ein Doppeltaler. Maximilian mit seiner Frau. Ich finde das Stück gut. Für die Bayern Geschichtshalle den typischen spiegelnden Untergrund. Zeige ich euch die Rückseite. Da ist sein Vater drauf, der Ludwig der Erste von Bayern. Also, ich stelle euch hier mal den spiegelnden Untergrund dar. Cameo-Effekt. Er wird aber bei in prägefrischen Stücken beziehungsweise annähernd prägefrischen Stücken selten mit angegeben beim Grade. So, das ist jetzt der Doppeltaler von 1842 und der hat einen Grade bekommen von MS-62. Das ist ordentliche Erhaltung für die Doppeltaler. Die sind oftmals sehr berieben oder auch teilweise mit vielen Kratzern. Der ist eigentlich, würde ich sagen, ganz gut. So, das war die Kollektion an BGGS und NGC-Stücken für heute. Die findet ihr dann die nächsten Tage in den Shop. Wen es interessiert, tschüss und bis bald.